Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Matthias Schillinger. Ich bin theoretischer Physiker und habe im Bereich der computergestützten Nanophotonik promoviert. Da geht es darum, die Ausbreitung von Licht in nanostrukturierten Festkörpern mit Hilfe des Computers zu beschreiben. Ich bin quasi Experte dafür, Ausbreitungsprobleme auf mathematische Modelle zu übersetzen und diese mit Hilfe des Computers zu lösen. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass es sich bei einer Pandemie nicht um ein medizinisches, sondern um ein Ausbreitungsproblem handelt und damit um ein mathematisches Modellierungsproblem. Nicht falsch verstehen, die Krankheit Covid-19 ist natürlich ein medizinisches Problem. Aber die Ausbreitung dieser Krankheit bzw. die Ausbreitung des Virus ist eben ein mathematisches Modellierungsproblem. Warum glauben Sie wohl, dass es heißt, dass ein YouTube-Video viral geht? Na? Weil es sich eben um den gleichen Ausbreitungsprozess handelt wie bei einem Virus. Einer schickt es an zwei, die wieder an zwei und so bekommt man dieses exponentielle Wachstum. Und es ist im Wesentlichen komplett egal, was sich da ausbreitet. YouTube-Videos, Kettenbriefe, Fake News, Telefonanrufe wie bei der Telefonlawine, bei den drei Fragezeichen, mehr oder weniger alle das gleiche Problem und zwar ein mathematisches Modellierungsproblem. Unterschiedlich ist nur die Auswirkung der Ausbreitung. Beim Virus werden eben Leute krank und ab da kann dann auch ein Arzt übernehmen. Aber davor ist es ein mathematisches Modellierungsproblem und da sind eben mathematische Modellierer die Experten. Das Schöne an der mathematischen Modellierung ist, dass man mit Analogien arbeiten kann. Und ich habe Ihnen ja gesagt, dass Kettenbriefe und eine Pandemie eigentlich dasselbe Problem darstellen. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, wie man einen Kettenbrief beendet und versuchen nachher herauszufinden, wie man das Gleiche bei einer Pandemie tut. Aber zuerst müssen wir einen großen Unterschied zwischen Kettenbriefen und Pandemie noch beheben. Nämlich bei einer Pandemie haben Sie ja den Fall, dass die Infizierten nach 10 Tagen wieder gesund werden. Bei Kettenbriefen ist das ja nicht der Fall. Wenn Sie einen Kettenbrief bekommen haben, dann können Sie den immer wieder kopieren und an andere Leute weiterschicken. Das können Sie Ihr Leben lang machen, also bis in alle Ewigkeit sozusagen. Das heißt, wir müssen hier das Problem, die Problemstellung etwas modifizieren. Und das tun wir dadurch, dass wir einfach sagen, wir modifizieren die Briefe jetzt so, dass sie sich nach 10 Tagen selbst auflösen. Dann haben wir ein Problem, das äquivalent zum Problem einer Pandemie ist. Wie beendet man denn jetzt einen Kettenbrief und was passiert dann genau? Nun, einen Kettenbrief beenden ist relativ einfach. In Zeiten von Internet, Radio und Fernsehen kann man einfach die Menschen informieren, dass wenn sie einen Kettenbrief bekommen, ihn nicht weiterleiten sollen. Ziemlich einfach. Was passiert dann genau? Es gibt keine neuen Fälle mehr, weil die Briefe nicht weitergeleitet werden. Und jeden Tag vernichten sich ein paar der existierenden Kettenbriefe und nach 10 Tagen hat sich der letzte Kettenbrief selbst vernichtet. Dann sind alle Kettenbriefe weg und können nicht mehr weitergeleitet werden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, wenn das so einfach ist, warum hat man es denn dann noch nicht gemacht? Das ist eine gute Frage. Der entscheidende Punkt ist, dass man wissen muss, wie man bei der Verbreitung nicht mitmacht. Bei einem Kettenbrief oder bei YouTube-Videos wissen Sie das. Aber bei einer Pandemie wissen Sie das eben aktuell noch nicht. Das heißt, Sie wissen nicht, wie man ein Virus nicht weitergibt. Aber der wichtige Punkt ist eben, sobald Sie das wissen, können Sie genau das Gleiche tun wie bei einem Kettenbrief und eine Pandemie ziemlich schnell beenden. Das heißt, die alles entscheidende Frage ist, wie man bei einer Pandemie nicht mehr mitmacht oder wie man ein Virus nicht weitergibt. Und um das herauszufinden, schauen wir uns einfach mal die wichtigsten Maßnahmen an. Haben Lockdowns die Pandemie beendet? Nein. Hat Impfen die Pandemie beendet? Nein. Hat Maskentragen die Pandemie beendet?
Zu früh gebuzzert. Sie haben es nur nicht gesehen. Schauen Sie mal hier.